Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind immer noch mittendrin im Gespräch mit Eren, dem neuen Hauptmann der Garde, der Kaja, der kaiserlichen Garde. Kaiserliche Garde ist es gar nicht, der Kaja-Garde einfach. Der Garde des Sonnenkönigs, so, ich hab's. Schön, wir haben ja gerade in der letzten Folge erfahren, dass quasi seine Schwester einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Und deswegen ist er quasi, dem Rang seiner Schwester quasi gefolgt und zum neuen Hauptmann aufgestiegen. Und jetzt wollen wir erfahren, was da jetzt eigentlich die ganze Zeit los war, während wir nicht da waren. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Habe ich gerade. Das ist nur das Gefühl oder wimmert der richtig? Ist jetzt leichter. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Ja, wir haben auch jemanden verloren, aber braucht da nicht irgendwie harte Worte? Ich will auch endlich mal ein bisschen Adrenalin zeigen. Es wird leichter. Es wird leichter, wenn natürlich die Bedachte, aber. Ich weiß aus bekannten Kreisen, dass es meistens hilft, wenn man quasi anderen das Gefühl gibt, dass es einem ähnlich geht. So schafft man quasi eine Gesprächsbasis. Und deswegen werden wir diese Strategie auch mal versuchen. So quasi aus dem Real Life entnommen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Ja, wie kommt das? Ja, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ob das gerade so gut angekommen ist, ich weiß es nicht. Ich kenne nicht so, aber egal. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Oh doch, oh doch. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Okay, das klingt fair. Das klingt auf jeden Fall fair. Ich wollte gerade einwerfen, dass es nicht wirklich rechtens ist, wenn wir jetzt ein fremdes Haus durchsuchen, aber wenn er quasi als Zeuge dabei ist, er als Hauptmann, ist dann quasi unser Schutz quasi. Und er gibt uns dann auch irgendwie das Recht, das zu tun. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Wie stürmisch Aloy einfach geworden ist. Folge Erend. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Können wir auch rennen? Wie kann man da denken? Ich denke. Nee, er kann nicht rennen. Ich trinke nur. Sieht man. Besoffener Sack. Mein Angebot wird dich überzeugen, versprochen. Das Mädchen. Ist sie heute gerne ja, the one and only. Lassen Sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Ich bin nicht irgendjemand, ich bin die Sucherin. Alter, jetzt rede nicht auf den Straßen davon, das muss ihn so fertig machen. Ist doch klar, dass er die ganze Zeit besäuft. Jahr für Jahr, warum verschont er Verbrecher das gibt Ärger. Und Diebe und Mörder? Oh ja. Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod
ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Reden die weiter, oder? Das interessiert mich jetzt. Reden die weiter, oder verschwinden die? Ist die großartigste aller Städte. Ja, okay. Und hier leben das muss denn doch wirklich fertig machen, wenn jeder auf der Straße irgendwie von Rache und so erzählt. Und einfach nur, nee, das geht nicht. Nimm doch Rücksicht auf den armen Mann. Okay, wie kommen wir da rein? Brecheisen. Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass schön nichts kaputt geht. Außer der Tür. Ich wollte es gerade sagen. Alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Ach du Scheiße. Ist das eine Tür oder was ist das? Scheint keine Tür zu sein. Aktiviere den Fokus mit. Ah, okay. Nee, hier scheint nichts zu sein. Doch, da. Pilger, okay. Okay. Gehen wir nach oben. Die Musik im Hintergrund. Die hat so was Tropisches. Ich weiß auch nicht. Auch wenn die Krähen irgendwie nicht zum tropischen Feeling passen gerade. Ja, ja. Du siehst durch den Fokus richtig dünn aus, Ehren. Geht noch nach oben, sehr schön. Das gucken wir uns hier mal um. Ja, siehst du mal, hätten wir was übersehen. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Okay. Obwohl das Bild uns ja nicht so viel weiterbringt, denke ich mir. Aber es ist auf jeden Fall ein Anhaltspunkt. Da geht's hoch. Alter, der hat ja eine riesige Bude. Das ist ja unglaublich. Ja. Kann ich damit irgendwas machen? Das zeigt mir doch irgendwas an. Oder zeigt ihr mir das unten an? Oh, Scheiße! Ups! Upsala! Ne, wo hat mir das gerade angezeigt? Hat mir das eine Etage tiefer angezeigt? Komm ich denn hier irgendwie durch die Tür? Nein. Hätte mich auch gewundert. Hier komme ich auch nicht durch, ne? Nein. Okay. Familienporträt hatten wir schon. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Ich weiß. Da ist was. Was ist das? Ich kann das nicht scannen, weil wenn ich weggehe, dann ist es weg. Was ist mit der Kiste? Was ist mit der Kiste? Mit der Kiste hat es irgendwas auf sich. Geht's hier denn irgendwo noch weiter? Was hat es mit diesem Seil auf sich? Nee, Ayla, du bleibst oben. Ich bin gerade am Struggeln. Was? Ja, aua. Eren, kannst du mir nicht helfen hier? Wo ist der Dulli? Also. Ich muss dich was fragen. Okay. Das ist deine Show. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauch keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Das ist eine typische Reaktion eines Mannes, wenn er mich fragt. Einfach Gefühle abwenden und sich kalt stellen. Das machen viele. Leider. Hat Olin dich je eingeladen? Nein.
Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Eigentlich. Du bist dauerangetrunken, kann das sein? Deswegen verträgst du das. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Späher für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun. Das kann ich beschwören. Okay. Ich sehe mich um. Darum sind wir hier. Ja, sind wir. Kann ich da hinten auch noch ran? Oder gehen wir dann automatisch nach draußen? Okay, wir müssen rein, okay. Da ist auch was. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Okay. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Fehlt ein Weg, die Luke aufzubrechen. Wir reden mal mit ihm. Durch die Luke kommen wir nicht durch. Ja. Okay, und weiter. Was? Und wie soll ich das jetzt... wahrscheinlich können wir jetzt mit der Kiste oben was machen. Wetten, wir können die Kiste runterschmeißen und dann... okay. Wir waren also zu früh oben, alles klar. Ich war zu voreilig und bin zu schnell hochgegangen. Nee, ich hab schon einen Plan. Ich hab da oben eine fette Kiste, du weißt nur nichts von. Das können wir die doch bestimmt runterschieben, oder? Ja, siehst du mal. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bitte nur ein kleiner Schubser. Schön. Und runter damit. Komm schon, Aloy. Und tschüss. Achtung, er rennt! Patz! Ja, easy, würde ich sagen. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Schön. Haben wir es jetzt aufgekriegt? Ich habe es nicht genau gesehen. Ist es jetzt komplett offen? Hier sind wir. Natürlich ist es offen. Sehr schön. Betritt den geheimen Raum, alles klar. Erend, du kommst doch mit, oder? Erend? Wo ist der Dulli? Hä? Ist er schon reingegangen? Ah, du bist schon drin. Okay. Ein geheimer Raum. Was ist denn das hier? Ein Tonband, alles klar. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Eine Erpressung. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Also hat er es nur getan, seine Familie zu beschützen. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Kann ich das lesen? Olin wusste von allem. Darf ich? Ich wollte lesen. Olins Tagebuch kann ich lesen. Sehr schön. Nutze mich. Hologrammdatenpunkt. Okay, das ist das hier. Gescannte Glyphen. Wo ist Olins Tagebuch? Hier. Ja, okay, das ist ziemlich viel. Ich scrolle einfach mal runter. Wenn ihr wollt, könnt ihr Pause drücken und das durchlesen. Das lese ich nicht alles vor. Das würde nur das LP in die Länge ziehen. Ich hätte wahrscheinlich offscreen durchlesen. Also ihr könnt es euch auf jeden Fall auch durchlesen, damit ihr auf dem gleichen Wissensstand seid wie ich. Denn ich würde es mir auf jeden Fall offscreen durchlesen. Ganz in Ruhe. Hat er noch was zu entdecken oder muss den Fokus wieder einsetzen? Ich muss den Fokus einsetzen. Alles klar. Easy. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war.
Alles klar, okay. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Wollen wir es ihm verraten? Ich meine... Ich meine, das ist jetzt nicht so eine heftige Questentscheidung, aber erzählen wir es ihm einfach. Wir können ja offen sein, oder? Ich glaube nicht, dass er irgendwie uns mal in den Rücken fallen wird. Habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube, er ist ein guter Mann tief in ihm drin. Erzählen wir es ihm einfach. Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Nein. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Wäre auch leicht lustig, wenn der mal den Mund bewegen würde, wenn er reden würde. Okay. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Nee, ich will eigentlich... Viele Hände? Holter, was? Ich sehe Nebenquests. Die wir alle annehmen werden. Spezialhände, was? Wie geil. Maschinenrohstoffe. Was ist das für eine? Wie geil, oh. Schön. Das hier. Alter, die Stadt. Das ist wirklich die Hauptstadt dieses Landes, habe ich so das Gefühl. Das ist der Palast wahrscheinlich. Denke ich mir halt mal. Die Quest wollte ich. Ich wollte zuerst das Feld der Gefallenen. Ja, ich will Erend helfen. Ich will ihm einfach helfen. Das ist aber Stufe 19. Puh. Egal, komm, das kriegen wir hin. Easy. Und zuerst werden wir uns mal ein bisschen in der Stadt umsehen hier. Den Sightseeing. Hier geht's nach oben, da wollen wir nicht hin, wir wollen nach draußen. Denn ich will diesem armen Mann einfach helfen. Ich will mich... Kann mich hier durchknallen. Ich will ihn nicht einfach allein lassen. Nachher macht er noch irgendwelche Dummheiten. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Hi. Du siehst aus, als wärst du ausgeruht und zu allem bereit. Ist das ein Gewürz? Das ist Curry. Ich musste heute die Schicht meines Bruders übernehmen. Der macht sicher diese Adelige in den Hof. So sicher wie die Sonne. Hey, Lo, was machst du für Fratzen? Ah, schön. So, da muss ich gerade mal drauf zoomen. Komme ich nicht zu dem Zeichen rüber? Ich bin in der falschen Gasse, kann das sein? Ja, hier geht's, glaube ich, lang. Sehr schön. Wir werden einfach mal alle Nebenquests jetzt mal annehmen und dann können wir mal gucken, was am interessantesten ist. Aber annehmen werden wir auf jeden Fall alle. Was ist das hier denn? Das sieht mir wieder wohl. Kann ich da denn durch? Nein. Wir sollen die Nebenquests annehmen, wenn ich hier durchkomme. Was ist das? Herzi, schreib mir nicht in die Aufnahme, du Dulli. Wie komme ich denn zu der Nebenquest? Ne, ernsthaft, wie komme ich zu der Nebenquest? Ach, die ist hier oben. Jetzt muss ich über die Brücke hier. So, hier rüber, ne? Ja, okay. Da drüben ist eine Brücke. Alles klar. Oder deutet das gerade falsch? Keine Ahnung. Hier drüben dann gleich rechts rüber. Ich werde mich in der Stadt irgendwann auskennen, Leute. Keine Sorge. Hier ist ein Händler.
Spezialhändler. Findest du nirgendwo. Ja, hi. Du suchst nach Artefakten? Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Nice, okay. Die Banuk, wir hatten noch mal die Rüstung, die von dem Banuk ist, oder? Oder ich mich da? Nee, die Banuk-Eisjägerin hatten wir mal. Der König machte dich zur Gesandten der Banuk? Ja, ich habe Ban-Ur schon sehr oft besucht. Die Verak-Häuptlinge kennen mich. Ich helfe bei den diplomatischen Beziehungen mit Awad. Manche finden, sie sind ein merkwürdiges Volk. Aber ich komme mit ihnen gut zurecht. Man muss einfach nur am besten sein. Unabhängig von deiner Familie und deinem Geschlecht, ob Mann, ob Frau. Das Können wird respektiert. Die Herkunft ist völlig unwichtig. Ich sehe den Anreiz. Viele Karcher leider nicht. Alles, was sie nicht verstehen, ist rückständig oder wild. Okay, was genau für Holzfiguren? Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Ban-Ur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt sieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Ich habe, glaube ich, gerade keine, aber wir handeln trotzdem mal. Lass uns handeln. Ja. Ah, okay. Für eine Banuk-Artefakt mein Anrecht und ich benehme mich. Spezialobjekte. Ach. Ich kann alles, was ich jemals verkauft habe, hier zurückkaufen? Ich habe das doch nicht bei der hier verkauft. Egal. Kaufst du mir dann auch irgendwas von meinem Plunder ab, wovon ich gerade nichts dabei habe, aber egal. Ich hab grad wirklich. Ach, hier. Wir haben mir gesagt, das Zeug verkaufen wir. Und das Blaue behalten wir. Ich hab gerade leider nichts, sorry. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Du da, Fremde. Handelst du mit Relikten? Nee. Ich hab grad gesehen, dass wir von diesem blauen Zeugs hier noch was haben. Können wir da noch was zocken? Platzauswahl nicht möglich, keine Modifikationen für diese Waffe. Okay. Dann vielleicht für die Rüstung. Outfit. Was? Wofür waren denn bitte die Modifikationen? Herstellen, Inventar, hier. Modifikationen, das ist für Schockspule. Für? Das ist doch für Bogen, oder? Oder das ist für Kriegsbogen und so weiter. Nee, das ist eine komplette. Das ist einfach eine einfache Spule. Sorry. Egal, muss ich nicht verstehen. So. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst? Da hoch wollten wir. Wie komme ich denn da hoch? Hier. Nee, keine Zeit. Muss ich leider kurz überspringen. Dann komme ich hier. Ich habe nur die besten Waren. Sieh dir hier mal diese Waren an. Ich komme hier nicht durch. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Was ist denn der Weg hier hoch, wenn ich hier nicht durchkomme? Was ist das denn bitte? Nee, diese Stadt ist einfach nur kompliziert. Entschuldigung, Fremde. Nee, bin ich da. Ich suche nach Banuk-Artefakten. Was machst du denn bitte? Ich hasse diese Statue von Jiran. Es reicht nicht, sie zu beschädigen. Wir sollten sie niederreißen. Ja, mach du mal. Trotzdem komme ich nicht zu der Nebenquest. Aber egal, lassen wir es. Sehen wir uns noch ein bisschen weiter hier oben. Vielleicht erwischen wir eine andere Nebenquest. Niemand soll sagen, dass die Karcher nur herumhängen. Geh doch im Weg! Die Sonne ist unser Zeuge. Wir hängen uns mit. Schön, diese Stadt hier einfach gestaltet ist. Aber hier sehen wir jedes Tor zu. Wieso? Ich will da hoch. Kann ich das nicht einfach eintreten? Hab keinen Zersprengungspfeil mehr. Ach, Mann. Wieso ist hier jedes Tor zu? Das gibt's doch nicht. Hier ist ein Lagerfeuer. Sehr schön.
Ist auf jeden Fall eine sehr beliebte Stadt, muss ich schon sagen. Trotzdem. Ist mir hier jedes Tor verschlossen, was ich nicht geil finde. Hier ist noch ein Händler. Hey. Na gut, was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nö. Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Habe ich aber, glaube ich, auch nicht dabei. Trotzdem, wer bist du? Du bist an den Alten interessiert. Mehr als interessiert. Ich studiere jedes Artefakt, das ich bekommen kann. Wegen meiner Forschungen bleibe ich am liebsten zu Hause. Ich kann nicht einmal mehr die Sonne ertragen. Ich weiß nicht, wie ich je eine Frau finden soll. Meine Familie drängt auf einen Erben. Oh, guck mich nicht an. Oh nein, 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 ich gucke nicht. Mein Vater hat nämlich schon eine Ehefrau für mich ausgesucht. Sie interessiert mich nicht. Mein Bruder könnte mir diese Last abnehmen. Und ich könnte mich nur um meine Gefäße kümmern. Tja, wenn man an Frauen nicht interessiert ist und einfach nur auf Gefäße fanat ist. Ja, was ist das bloß für eine Anspielung? Ich gehe mal nicht weiter drauf an. Für welche Rituale brauchte man die Gefäße? Sie wurden ganz sicher zusammen eingesetzt. Immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und wenn es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken? Aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Schön. Ja gut, dann behalt mal dein Hobby und haltet dann fest. Ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Ah, schön. Das gleiche wie vorher. Alles klar. Das hätte ich schon ganz gerne. Reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch. Panoramen. Panoramen tauschen gegen. Das hätte ich schon ganz gern. Karte eines Forschers. Fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf Fundorte von Panoramen hinweisen. Was sind Panoramen? Sind das sowas wie Aussichtsplattformen und so weiter? Zu die Raum. Das sieht mich voll. Metallblumen. Brauchen wir Metallblumen? Karte eines Utaro-Botanikers fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte von Metallblumen hinweisen. Ich bin eigentlich so ein Sammelfetischist. Nimm mal mit. Das hier geht irgendwie nicht. Wegen reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch und Metallbrand. Haben wir beides nicht. Tut mir leid. Dann muss ich sagen, tschö. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Damit du nichts machen musst, oder wie? Du bist, was ich nicht bin. Stark, mutig, aktiv. Ach. Komm, reden wir. Da kriegen wir doch eine Nebenquest. Oder besser gesagt, diese Nebenquest sehen wir uns in der nächsten Folge an. Denn die Folge ist schon lange genug. War auf jeden Fall viel los heute in der Folge. Finde ich schön. Es geht auf jeden Fall wieder voran mit der Hauptquest. Nein! Keinen kurzen Moment. Nee. Musik im Hintergrund ist schön. Aber Leute, ich will auf jeden Fall sagen, schreibt mir einen Kommentar in die Kommentare, bewertet das Video und ich verbleibe mit einem Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.